Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 16. Jetzt steht viel Wichtiges an für uns. Zunächst heute gegen Milan, Celtic steht an und dann Inter Celtic nochmal. Wird ganz schön schwer, danach auch noch Florenz, die sind ja auch nicht unbedingt nicht im Kommen gerade. Also es ist ganz schön schwer. Letztens leider verloren gegen Torino, sind ein bisschen rangekommen. Momentan immer noch Platz 2, wir haben halt jetzt noch dieses Spiel gegen Milan und ja, es ist ein bisschen was passiert in der Serie A. Und zwar, ja, Torino hat 1-1 gespielt gegen Bologna, aber gestern hat Juventus 5-0 gegen Inter Mailand gewonnen und Mandzukic hat einfach mal 5 Tore gemacht. Lazio übrigens gegen Udinese Calcio 1-1, das ist gut für uns, aber holy fucking shit. 5-0. Übrigens ist es eine ganz wenigen 10,0s, die ich jemals gesehen habe beim Football Manager. Aber Zukic hat sich das, glaube ich, schon verdient mit den 5 Toren. Also nicht schlecht. Und ich bin gerade ein bisschen sehr glücklich darüber, dass wir gerade mal 2 Spieltage vorher 0-0 gespielt haben gegen Juventus. Ist dann, glaube ich, nicht ganz so selbstverständlich. Nun gut, also wie gesagt, stehen wir jetzt wieder wichtige Spiele an. Wir haben jetzt einen kompletten Monat immer 2 Spiele in der Woche gehabt. Und die Fitness sieht wirklich sehr schlecht aus dementsprechend. Aber wir haben trotzdem ein paar, die weiterhin gut spielen können. Wir werden heute mit dieser Elf antreten, weil ich gerne ein bisschen mehr defensiv haben möchte auf der Doppel-6 mit Bilic und Mocinic. Im Idealfall wäre es eigentlich so, dass Mocinic ausgesetzt hätte und Maximovic gespielt hätte, auch wenn 89 noch nicht so schlimm ist. Izzo wird hinten spielen, wäre im Normalfall eigentlich Jovanovic, aber der hat sich ja auch verletzt und deshalb möchte ich ihm heute eine Pause geben, bleibt auf der Bank, soll gegen Celtic fit bleiben, wird ja noch 3 Wochen, ne? Gar nicht mehr so lange, 2 Wochen knapp, noch mit der Schutzkleidung spielen, also so langsam geht das, trotzdem bloß nichts riskieren, 74 und so, wenn er da einmal blöd fällt, ganz schlimm. Und Vitorini wird dann heute hier hinten rechts spielen und mal schauen. Alihi ist drin, weil Gelardoni bitte gegen Celtic spielen soll. Ansonsten schauen wir mal. Abate ist nicht verfügbar. Adriano ist voll fraglich. Mascherano ist übrigens nicht nominiert. Das hat mich schon sehr gewundert. Aber, ja. Passiert halt, wenn Milan halt das Geld hat, jemanden auf der Tribüne zu lassen, der 205.000 in der Woche verdient. Bitteschön. So, wir haben schon aufgestellt, haben noch schnell die Bank vom Co-Trainer machen lassen. Das geht ja auch fix, weil wir haben ja 2 Spieler, die verletzt sind. Und dann soll es heute bitte gut laufen gegen Milan, die, wie gesagt, sehr weit rankommen können. Das wären extrem wichtige Punkte, die wir jetzt hier holen könnten. Ansonsten wird Milan an uns vorbeiziehen. Gegen Udinese Calcio spielen wir noch. Gegen Torino haben wir jetzt gespielt, da haben wir noch 4 Punkte. Aber Florenz kann auch noch rankommen. Also ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt hier langsam mal wieder souverän spielen und versuchen, die Punkte zu holen. Morata haben sie vorne im Sturm. Gerson auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Embolo ist auch noch dabei. Haben ja gesehen, dass Milan im Winter sehr eingekauft hat. Also haben viel Geld da gelassen bei den Vereinen. Unter anderem auch Muro gekauft. Also 2 von Olympique, unseren Gegnern in der Champions League Qualifikation. Wo es ja auch nicht allzu leicht war. Also wissen schon mal, dass die Jungs auf jeden Fall stark sind, wobei Embolo ziemlich enttäuscht hat, fand ich. Aber vielleicht hat er sich mittlerweile weiterentwickelt und spielt gerade jetzt in einem 4-3-3 dann besser. Na gut, probieren wir es mal so. Und gut spielen, Jungs. Wenn wir gewinnen, dann wäre das supi. Ich weiß, dass es schwer wird. Unentschieden würde mir, glaube ich, auch erstmal reichen. Hauptsache, wir gewinnen dann gegen Celtic, aber das wären jetzt alles sehr schwierige Spiele, die nächsten 4 bis 5 Partien. Ich weiß jetzt nicht, was gegen, na gut, eigentlich doch schon 5 Partien, ne? Es ist jetzt Milan, Celtic, Inter, Celtic und dann Florenz in 5, 6, mal schauen, was da kommt. Mancuso spielt ja heute mit Lusi auf den Außen, in der Mitte spielt Castellano Mocinic auf Lusi. Gerade mal 12 Minuten um. Lusi mal den Rückraum auf Bilic. Ja, Mocinic könnte da durchstecken. Schafft es leider nicht. Jetzt gibt es einen Konterangriff wahrscheinlich von Samaris und Casimiro. Morata schickt Gerson lang, der jetzt mal auf der rechten Seite ist. Ah, Lihi muss jetzt mal schnell ran, ansonsten kommt der Ball halt in die Mitte. Jedwai.
Casemiro, ziemlich weit vorne. Unten ist alles blank, aber sowas von alles blank. Und Embolo macht ihn rein. Ja. Eben noch gesagt, man hat nicht so viel von ihm erwartet, gesehen im Olympiaspiel. Und ja, jetzt macht das natürlich. Ah, schlecht gemacht. Unsere Außenverteidiger haben sehr gepennt. Sowohl Alihi vorher auf der linken Seite ist er nicht wirklich rangegangen und Fiamozzi ist einfach zu schnell in die Mitte gerückt. Hat es dann richtig, richtig schlecht gemacht. Also das Gegentor geht eigentlich auf die Kappe von unseren beiden Außenverteidigern. Vorne natürlich muss man den Ball auch nicht so unbedingt so schlecht verlieren. Hätte auch einfach mal durchstecken können, Mocinic. Aber naja, passiert leider. Dafür ist die Abwehr da, das abzufangen. Haben sie leider nicht gemacht. Ja gut, ist ja noch ein bisschen Zeit, hier einen Ausgleich zu schaffen und halt vielleicht die Führung. Areola haut das Ding einfach mal blind raus. Wo sie kommt, leider nicht an Jedwa vorbei. Wir gehen nicht zu sehr in die Zweikämpfe. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Ah, das war gut. Mancuso. Castellano, oben wäre Platz. Das sieht da wunderschön aus. Segovic. Ah, schade. Volles Risiko mit links genommen, mit einem schwachen Fuß. Auch direkt aus der Luft. Leider nichts gewonnen. Schade, schade, schade. Oh, ein schweres Spiel für Segovic, der jetzt wahrscheinlich wenig Bälle bekommt. Wieland wird es versuchen zu verwalten. Zweite gelbe Karte im Spiel für Rojo. Ist es die erste für Milan? Jungs, das ist bisher ganz schön scheiße. Wir müssen halt deutlich besser spielen. Mancuso ist nicht ganz so gut dabei. Odzegovic ist nicht ganz so gut dabei. Aber so gut spielt Milan nun auch nicht. Aber wir kriegen unseren Ballbesitz nicht hin. Das ist wie immer eigentlich das, was zeigt, dass wir nicht gut dabei sind. Na gut, das Spiel ist noch nicht verloren. Nur langsam muss man halt immer was nach vorne zeigen. Ach, das ist einfach nur schlecht, was unsere Außenverteidiger heute machen. Morata, haben wir sehr viel Glück und ich werde auswechseln, weil unsere Außenverteidiger sind gerade extrem mistig. Das geht so gar nicht, ich werde auch gleich beide auswechseln. Vitorini geht dann auf die Rechtsverteidigerposition. Tomolini ist dann Innenverteidiger. Hoffentlich läuft es dann ein bisschen besser. Sehr, sehr enttäuschend, was sie gemacht haben heute. Eieiei, komm schon, Jungs. Ausgleich wird ja wohl noch drin sein. Erstmal ein Standard von Milan Gerson bringt den lang rein. Morata. Was? Ach, Mocinic. Wo denn? Das ist sehr, sehr schwierig, jetzt hier den Spieler herauszufinden. Ach, Tomolini haben wir hier. Ja, wird einer von den beiden sein. Weiß nicht, warum es Elfmeter gibt. Ich habe absolut keine Ahnung, warum es Elfmeter gibt. Wirklich nicht. Ach, Morata wird ihn hoffentlich nicht machen gegen Areola. Ach, ey, so was Dummes schon wieder. Morata und. Ja, sorry. Weiß nicht, warum es Elfmeter gibt. Ja, Mocinic hat wirklich ein grausames Spiel. Hat ja auch vorher beim 1:0 den Ball vorher verloren. Ja, das hier können wir uns jetzt abschminken. Da wird nichts mehr rauskommen. Deshalb, Ilic kommt rein für Odzegovic für die Fitness. Odzegovic muss dann halt gegen Celtic mal wieder gut spielen. Ja, das hier war extrem enttäuschend. Die geht auch in Ordnung von den Statistiken her. Wir haben für unsere Verhältnisse ein unfassbar schlechtes Spiel. Keine Torchancen.
Ballbesitz ist fast gar nicht vorhanden bei uns, im Gegensatz zu zum normalen Spiel. Passgenauigkeit ist auch extrem schrecklich, 80% nur, Zweikämpfe geht in Ordnung. Ach, ich weiß nicht, warum die Jungs heute so komisch spielen. Ja, gut gemacht von Villadoni, immerhin etwas, wird ja auch gegen Celtic spielen. Illich, ja, ist eng. Jetzt mal gut gespielt. Gennadoni muss jetzt die Flanke reinbringen und dann wird der Ball schon geklärt. Darf es nochmal probieren, dieses Mal auf Lusi und nochmal zurück. Und jetzt kommt eine schöne Flanke rein. Ja, bringt die nochmal zurück auf Lusi. Kommt. Sogar ins Tor. Oh. Illich macht ihn. Ja gut, vielleicht ist hier doch noch was drin. Ne? Also alles nach vorne. Illich mit seinem zweiten Saisontor. Bisschen glücklich, dass der Ball so perfekt da in den Winkel springt. Ja, da kann der Keeper nichts machen. Er kommt einfach nur perfekt. Donnarumma übrigens im Tor. Ja, mal schauen, ob wir noch was hinkriegen. Also alles da vorne haben wir schon. Ich sag den Jungs nochmal, dass sie nach vorne pushen sollen. Doppelsturm macht jetzt keinen Sinn, weil wir nicht mehr wechseln können. Nee, macht eigentlich keinen Sinn, jetzt taktisch was zu ändern. Das wird wohl nicht reichen. Nope, das sollte es gewesen sein. Aber wie gesagt, ist trotzdem eigentlich verdient. Wir haben heute ziemlich schlecht gespielt. 79% Passgenauigkeit ist bei uns unterirdisch. Wo wir normalerweise, ja, 87% haben, ist glaube ich unser Durchschnitt ungefähr. Sehr, sehr enttäuschend und macht gerade nicht so viel Hoffnung auf dieses Celtic-Spiel. Leider damit auch unseren zweiten Platz verloren. Ball kommt nochmal durch auf Embolo. Das wäre dann auch ein bisschen zu hoch gewesen, finde ich. Trotzdem sehr enttäuschend, was wir heute hier gemacht haben. Schade, schade, schade. Muss dann gleich besser laufen. Jungs, das war scheiße. Bin sehr unzufrieden. Vor allem Marcinic war heute grandios scheiße. Bielik eigentlich auch. Izzo eigentlich auch. Eigentlich war jeder scheiße. Lucy fand ich eigentlich auch ziemlich scheiße. Ach, Mann. Florenz hat leider auch noch gewonnen. Das heißt, die sind auch schön rangekommen. Sind jetzt 6 Punkte auf Florenz. Ich meine, es geht noch, ne, aktuell auf Torino und so. Da müssen natürlich auch bedenken, dass wir Platz 3 auch brauchen. Also, das Elfmeter verstehe ich überhaupt nicht, was da sein sollte. Aber jetzt dürfen wir uns halt keine Scheiße mehr erlauben. Platz 3, ja, ist Minimalziel. Letztes Jahr waren es 67 Punkte, die wir dafür gebraucht haben. Naja, es sind auch ein paar Spieltage. Gefallen tut mir das aber nicht. Übrigens, Viareggio Cup sind wir leider im Viertelfinale rausgeflogen. Oder, ja doch, ich glaube schon. Das nur so nebenbei. Also Florenz hat gewonnen, Torino 1-1, das haben wir eben schon gesehen. Napoli hat am Abend gewonnen, Rom unentschieden gegen Carpi. Naja, naja, naja. Nicht so wirklich schön, ne? So, ich habe noch ein paar Jungs gescoutet, die unser Scout selbst vorgeschlagen hat. Ganz schön teuer, der Innenverteidiger. Sind zufälligerweise wieder alle Serben. Und zwei davon von Roter Stern Belgrad. Dann noch ein Ukrainer. Allerdings auch aus Belgrad. Sehr teuer, aber kann man ja mal im Auge behalten. Ich habe es ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass man vielleicht in der Innenverteidigung was machen wird zum Sommer hin. Ob es nun Izzo ist, der geht, oder Jovanovic ist, der geht. Oder beide. Oder gar keiner. Mal schauen. Champions League steht natürlich auch an. Sind wir leider nicht mehr dabei. Ja, Barca. Vlasic. Aha. Interessant. 30,5 Millionen Marktwert.
Für wie viel haben sie den geholt? 30,5. Nicht schlecht. Und Chelsea 3-0 gegen Schalke. Naja. So. Jetzt vergessen wir ganz schnell das Spiel bitte gegen Milan, wo wir übrigens genauso hoch verloren haben wie gegen Torino. Also zweimal hintereinander, 2:1 Niederlage. Reicht ja nochmal. Inter wird dann halt danach schwer, aber da müssen wir unbedingt gewinnen. Ja, Bayern gewinnt gegen Benfica und Real Madrid gewinnt gegen Leverkusen. Spielen übrigens zuerst auswärts. Um 20 sind wir weiter, das ist schon mal sehr schön. Ich werde es dann auch im Sommer so machen, dass unsere U20 wahrscheinlich das wird, was sehr wichtig ist wegen der Youth League. Hoffen wir mal auch, dass wir dann wenigstens in die Champions League wieder kommen. Fosun haben sie vorne. Celtic. Kann man sonst auch irgendwie vier Spieler fallen verletzt aus bei Celtic? Galvez ist nicht nominiert. Ja. Ah. Hochscheid haben sie. Ganz, ganz schwer einzuschätzen. Champions League Gruppe E waren sie. Champions League Gruppe E waren sie. Champions League Gruppe E waren sie. Gruppe E. Na. Schwierige Gruppe. Waren aber besser als Wolfsburg. Und Pfosten war der beste Torschütze. Oder ist sogar noch der beste Torschütze. Huch, das wollte ich nicht. Ja, mal schauen. Zeig mal her. Das wird schon sehr schwer. Das wird schon wirklich sehr, 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 sehr schwer. Nun gut, wie stellen wir denn auf? Also, Ozegovic bleibt vorne im Sturm, das ist klar. Hinten bleibt auch Areola, das ist auch klar. Dann kommen Izzo und Jovanovic in die Innenverteidigung wieder rein. Jovanovic hier. Rechts Fiamozzi, auch wenn er gerade unfassbar scheiße gespielt hat. Links kommt dafür Gelardoni rein, für Alihi, der jetzt so oder so gesperrt ist. Vorne Castellano in der Mitte. Rechts kommt Capone hin. Wo auch immer der gerade rumhängt. Hier ist er. Links Nongi. Und dann natürlich Brugmann. Die Frage ist, wer jetzt der ZTM wird. Entweder Bilic oder Maximovic. Mocinic eher nicht. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal Maximovic. Das ist dann sehr spielerisch stark. Aber trotzdem noch einigermaßen solide. So, Lusi kommt mit. Mancuso sollte auch noch mitkommen. Dann haben wir die Außen komplett. Und hinten dann noch Tomolini rein. Bilic kommt natürlich noch mit. Und Mocinic auch. Dann sollte das eigentlich so passen. Und nur unsere Innenverteidigung und Castellano sind ein bisschen unfit. Der Rest kann auf jeden Fall genug. Wer ist denn eigentlich Trainer bei Celtic? Ronnie Della, okay. Na gut, mal gucken. Wird so oder so schwer. Vor allem Pfosten da mit seinen 10 Toren in der Champions League. Wobei es dann natürlich auch so ist, dass die Qualifikation mit reinzählt. Trotzdem, ja, schießt er auch nicht mal ohne etwas. Oder einfach so aus dem Fußgelenk raus. Da ist schon was dahinter und deshalb müssen wir aufpassen. Johansson würde ich sagen, nehmen wir noch ins Pressing. Vorne alle ins harte Tackling. Tom Carroll noch auf den schwachen Fuß und dann passt das, glaube ich, so. Dem hierbei haben sie noch. Und Akpon Lahore. Und Papadopoulos. Spielt er überhaupt noch in echt? Ist er immer noch verletzt? Weiß es nicht. Nun gut, Jungs. Gut machen bitte heute und viel, viel besser als im Spiel eben. Vor allem im Mittelfeld bitte gut spielen und ja, eigentlich überall. Und Ozegovic bitte mal wieder ein Tor machen. War die letzten Spiele jetzt nicht so gut, hat viele schlechte Entscheidungen getroffen, fand ich. Auch wenn er wenig Bälle bekommen hat, muss man natürlich auch sagen. Ja gut, einfach mal schauen, was hier so passiert. Beginn sieht ordentlich aus erstmal von den
Stats, also Ballbesitz sieht dann auch noch aus. Passgenauigkeit, so lala, aber geht schon. Piemozzi war schon mal am Abseits. Passiert auch anscheinend einfach gar nichts. Ah, Ecke für Celtic. Hochscheid bringt den Ball rein. Maximovic klärt. Nächste Chance für Hochscheid. Die Jungs gehen da nicht wirklich ran. Fischer, nochmal hoch, genau. Ball kommt besser. Jetzt nochmal. Und Adeola. Aber so kann es dann natürlich auch gehen für Celtic. Also. So langsam wäre ein Angriff von uns mal schön zu sehen. Wieder hat Celtic den Ball. Fiamozzi viel zu weit vorne, Hochscheid. Mit einer, oh Gott, schlechten Flanke eigentlich, aber Huppertz kommt da noch ran. Jetzt vielleicht wie mal Castellano. Oh, der sieht gut aus, Ocegovic! Yes! Boah! Zum Glück, ey, Ocegovic macht ihn. Und das, obwohl Celtic gerade zwei super Chancen hintereinander hatte. Schlecht verteidigt von Celtic, sehr schlecht sogar Ocegovic. Darf den Ball halt sogar noch annehmen. Macht ihn dann mit dem linken Fuß rein und der Torhüter reagiert auch extrem langsam. Hatten wir schon sehr viel Glück, finde ich gerade. Aber Auswärtstor, sehr schön. Wichtig. Und jetzt halt gut verteidigen. Oh, schade. Hätte Ocegovic jetzt das irgendwie erahnt. Ja, Fiamozzi, den hat er. Sehr schön. Hat er trotzdem sehr viele Probleme irgendwie gegen Hochscheid. Na gut, Mann, wohin? Nimmt Castellano mit. Ocegovic läuft in die Lücke. Vielleicht ein bisschen früh gespielt. Oben wäre Nongi oder macht das selbst? Ich glaube, er macht selbst. Und schießt ihn deutlich drüber. Die Verteidigung macht mir gerade ein bisschen Sorgen mit der Kondition. Castellano sieht auch nicht mehr so gut aus. Und ja, schön mit dem Kopf dabei bleiben. Ich werde Hochscheid jetzt mal ins Pressing nehmen, damit Fiamozzi da ein bisschen Unterstützung bekommt. Bei Johansson nehme ich das raus. Der Rest bleibt dann so. Celtic hat 7 Schüsse, wir 8 und 2 zu 3 aufs Tor. Aber 0 zu 1 klare Torchancen, 0 zu 1 Tore. Ballbesitz ist bei uns bei 67%, Pässe bei 81%. Ja, Castellano viel zu überhastet. Popov schickt Carroll kurz. Langer Ball, den hat Gelardoni nicht. Hochscheid, jetzt mal auf der rechten Seite. Ball kommt sehr gut in die Mitte. Und der Ball ist drinne, weil Areola sich leider auch verschätzt hat. Scheiße. Scheiße. Ah, fuck off. Ah, nee, dann nehmen wir das raus. Ja, doch die Außen, dann Zeitmarking bei Johansson und dann versuchen wir, dass Pfosten gar nicht erst an den Ball rankommt. Gegentor sehr scheiße. Huberts machten. Vorher aber auch Riesenfehler von Castellano, den einfach so schnell abzuspielen. Das darf so nicht sein. Muss er auch gar nicht so machen. Dembélé kommt rein für Johansson. Dann packe ich das Tight Marking doch ja wieder auf Fossen. Popov geht raus, Granger kommt rein, hoch. Linksverteidiger für Linksverteidiger. Wir werden auch mal wechseln. Ich werde Lapadula reinbringen für Ocegovic. Wobei, ich gehe auf Doppelsturm. Auch wenn wir hier nicht zurückliegen, aber ich habe damit jetzt ein gutes Gefühl, sage ich mal. Wenn ich jetzt auf Doppelsturm gehe, nehme ich Ocegovic und Lapadula.
Dafür geht dann Castellano raus, der sowieso nicht mehr so viel Kondition hatte. Ich hoffe, unsere Innenverteidiger halten auch durch. Hochscheid geht auch raus. Der beste Mann eigentlich bei Celtic geht raus. Anzahl geht rein. Rumäne. Okay, okay. Sehr interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Celtic unbedingt die Besten rausnimmt. Bei uns geht Nongi raus. Dafür kommt Lucy rein. Ach, Schnittwunde an der Hand ist aber nicht gut bei Areola. Der wird bestimmt danach rausfallen. Dann kommt noch Mancuso rein für Capone. Dann haben wir drei offensive Wechsel vollzogen. 1-1. Ich weiß ja nicht. Wird, denke ich, mal dabei bleiben. 20 Sekunden hier nur noch. Celtic scheint das Ergebnis auch zu wollen. War ausgeglichen von den Stats her. Gegentor halt wieder schlecht gemacht. Aber vielleicht geht noch was. Losi muss jetzt aber fix spielen. Ansonsten wird es nichts. Aber wahrscheinlich spielt er gleich nach hinten. Ah, doch nicht. Bugmann. Der Ball muss jetzt halt reinkommen. Ja, das wird es gewesen sein. Bugmann spielt nach hinten, hat Angst. Ja. Schade. Na gut, 1-1 ist halt noch alles offen. Wir haben halt dieses Auswärtstor. 0-0 zu Hause würde uns halt reichen. Ja, Mancuso, vielleicht geht ja doch noch was. Vielleicht geht ja doch noch was. Losi. Ach Mensch, Jungs, macht mir doch nicht immer so eine Hoffnung. Ja, jetzt pfeift mal ab hier. Pfeift immer noch nicht ab. Okay. Doch, jetzt pfeift ab. Okay. Scheiße, ey. Nur 1-1. Das ist. Nee, ich bin schon unzufrieden, weil man hat geführt, man hätte hier mehr rausholen können. Nicht gut. Was waren eigentlich in der zweiten Runde? Also, wir könnten da unser Gegner werden. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wer es sein könnte. Ja, auch erstmal egal. Wir müssen ja erstmal das Rückspiel dann überstehen. Also 1-1. 0-0 würde uns halt zu Hause reichen. 1-1 Verlängerung. Jedes normale, jedes höhere Unentschieden wäre dann halt das Weiterkommen für Celtic. Also ist auch kein so supi Ergebnis für uns. Ja. Nope. Harnik bestimmt. Und Osvaldo bestimmt. Eieiei. So, Stärkeanstieg. Alihi ist besser geworden. Vitorini ist besser geworden. Kur ist leider schlechter geworden. Sinkendes Potenzial bei Solano. Der Rest ist wurscht. So, Inter. Platz 11 haben sie in der Liga. Wird mal wieder Zeit für einen Sieg, oder? Jetzt 4 Spiele oder so lang nicht gewonnen. Ja, wird eindeutig Zeit nach diesem Viertelfinale gegen Napoli, dass wir mal wieder gewinnen. Aber leicht wird es nicht. Spielen am Sonntag. Also ein bisschen gut für uns, dass wir wenigstens normale Zeit haben zur Regeneration. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel ich schonen soll, wie viel ich nicht schonen soll. Erstmal Udinese Calcio gegen Genua und Catania gegen Juventus. Juve 3-0. Die sind wahrscheinlich jetzt sehr in Form wieder. Und Udinese Calcio hat auch gewonnen. Sind momentan an uns vorbeigezogen. Gegen wen spielt Milan jetzt gleich? Bologna, die haben übrigens auch Europa League gespielt. Gegen Monaco haben sie 2-0 verloren. Okay, Torino spielt gegen wen? Die könnten ja auch rankommen, im schlechtesten Fall. Gegen Florenz. Okay. Okay, okay. U18 momentan auf Platz 14, nicht wirklich gut. Und U20 momentan auf Platz 7. Naja. Oh, Arno Lücke. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Sieht sogar relativ gut aus. Mal scouten. Scouten. Aber ich denke schon, dass ich jetzt hier mit einer sehr guten Elf antreten werde.
Hinten müssen wir halt wahrscheinlich was verändern, weil Izzo und Jovanovic nicht wirklich fit sind. Will nicht zu uns. Und Lazio hat seinen Trainer entlassen. Nachdem sie jetzt auf Platz 13 gelandet sind. Letztes Jahr lange auf Platz 2, dann am Ende sogar noch abgerutscht. Auf Platz 4 war es, glaube ich. Nicht nominiert, Adrian nicht verfügbar und Simon nicht verfügbar. Ach ja, schwer. Was hatte Inter so zuletzt für Ergebnisse? Das ist natürlich auch relevant für uns. Ah, das war dieses 0 zu 5, das letzte Spiel. Da werden sie wahrscheinlich versuchen, wieder was gut zu machen. Werden sie hoffentlich nicht schaffen. So, Jovanovic. Ah, ja, oh, die sind ganz schön unfit alle. Wer ist denn so fit? Lapadula, das klingt doch mal nach einer guten Idee. Alihi auch. Bele kommt wieder rein. Mancuso darf mit. Lusi darf mit. Areola darf auch mit. Dann machen wir Mocnic auch als defensiven Mittelfeldspieler. Nongi geht mal in die Mitte, klingt doch auch ganz gut. Capone. Dann machen wir es so. Capone und Nongi. Lusi geht auf die Bank. Hinten wird es halt ein bisschen schwer. Dann packen wir schon Costantini rein. Und Innenverteidiger. Puh, die haben es aktuell schwer. Müssen wir halt eigentlich Tomolini und Vitorini nehmen. Also Jovanovic überhaupt nicht. Dann nehme ich Vitorino und Izzo. Das würde noch gerade so gehen und Izzo kriegt dann halt auf jeden Fall nach diesem Spiel einen Tag Pause. Auch wenn es mir nicht so ganz gefällt, aber geht nun mal nicht anders. So, Burgmann kommt auch noch mit natürlich. So. Und dann haben wir nur Izzo, der wirklich an der Kante ist mit der Kondition und Capone vielleicht noch, aber der jetzt auch nicht so heftig. So, bei Inter fällt nur Adrian und Simon aus, was wir gerade gesehen haben. Sanchez noch. 4-4-1-1 haben sie zuletzt gespielt bei diesem 0 zu 5. Okay. Es geht. Wollten wir auch haben. 11 Millionen Marktwert hat er mittlerweile. Kam er für 15,75. Naja. Spielen die gleiche Formation wie beim 0 zu 5 gegen Juve. Wie machen wir das vorne? Ich würde sagen, beide hartes Tackling, beide schwacher Fuß, keine Manndeckung, kein Pressing. Und Jungs, pushen. Heute wieder ein bisschen gut spielen, bitte. Waren die letzten vier Spiele echt teils sehr schlecht. Vielleicht bringt ja Lapadula auch ein bisschen frischen Wind rein. Ich starte gleich mal mit Angriff, würde ich sagen. Lapadula geht ja jetzt in echt auch zu Milan. 9 Millionen. Ist, glaube ich, ein guter Deal eigentlich für Pescara. Weiß nicht, ob das für ihn selbst so ein guter Deal ist. Milan, ist immer viel los. Medien, viel. Stürmervergleich ist auch ganz schön groß. Naja, vielleicht schafft das ja auch ohne Erstliga-Erfahrung. Nongi, mal schauen. 6 Minuten erst um. Da vier Gegenspieler gegen sich. Kommt trotzdem durch, Lapadula. Schön durchgesteckt und Capone muss ihn machen, macht ihn rein. Sehr nice. 1-0. Wir gehen auf Kontrolle. Sehr nice. Sechstes Saisontor für Capone, der kommt auch langsam in Fahrt. Stand ja ziemlich lange eigentlich so im Schatten von Castellano, aber ich finde, dieses Jahr macht er sich schon einen eigenen Namen. Sollte ihn vielleicht mal auf RM trainieren lassen. Weil momentan sieht es eher so aus, dass ich Nyong eher nicht kaufe. Aber wir haben dann einfach genug gute Jungs. Schlecht gemacht. Ja, Inter spielt schnell. Langer Ball nach vorne. Den muss man eigentlich haben. Alihi. Sehr schön, würde ich sagen. Sehr schön. Bisschen Angst gehabt, dass er den jetzt zu kurz macht. Mancuso, Capone. Costantini. Mitte wäre ein bisschen Platz eigentlich.
Capone, unten wäre Norgi, den sieht der Jansch, kommt nicht hinterher. Norgi zieht selbst in die Mitte, bitte nicht selbst abschließen. Oder auch doch, und Capone 2-0. Zweites Ding für ihn. Doppelpack, sehr schön. Inter hat, glaube ich, auch gerade schon wieder so ein kleines Déjà-vu. 2-0 nach 12 Minuten. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn wir jetzt auch 5-0 machen und Capone 5 Tore macht. Palermo führt übrigens gegen Rom. Handanovic sah hier nicht gut aus. Für uns gut, denn wir führen 2-0. In der Tabelle wären wir jetzt auf 2. Milan spielt aber nachher noch. Könnten uns dann wieder überholen. Wichtig ist halt, dass wir an Udinese Calcio vorbei sind und Platz 3 halt festigen. Ja, Capone wird umgeholzt anscheinend. Milan ist mad. 10 Minuten später übrigens, jetzt, nach diesem 2-0. Costantini, sehr schön. Komm, hau eine schöne Flanke rein. Mancuso kann es auch. Die sieht doch gut aus. Nongi kommt leider nicht dran. Bilic. Ja, Nongi läuft leider nicht nach unten. Das war sehr schlecht gemacht von Nongi. Da hat Alihi dann keine Chance, den Ball irgendwie anzubringen. Das dürfte abseits sein, wenn der Ball überhaupt ankommen sollte. Vitorini hat ihn aber. Areola heute mal wieder mit langen Hosen unterwegs. Was haben wir denn eigentlich? Haben wir schon März oder haben wir noch Februar? Ja, Pereira. Inter kommt unserem Tor ein bisschen näher. Viel zu nah eigentlich. Jovetic. Und zum Glück. War eigentlich gut gespielt, aber. Abschluss war halt mistig. Zu unserem Glück. Capone scheint nicht allzu groß Probleme zu haben mit dem Schlag, den er abbekommen hat. 71 Kondition. Spielt weiterhin gut. Wenn es weiterhin so gut läuft und wir vielleicht auch das 3-0 machen, kann man ja vielleicht drüber nachdenken, Ito auszuwechseln. Tomolini ist auf der Bank. 2-2 bei Rom gegen Palermo. Sieht gut für uns aus, geht aber noch besser. Weil wenn man sowas jetzt wie gerade zulässt, dann... Na, ist es nicht so toll. Aber eigentlich sollten die Jungs das schon wissen, dass sie jetzt nicht mehr Scheiße bauen sollten wie gegen Celtic mit der Führung. Ich meine, 2-0 ist auch nicht schlecht. Aber Inter hat nun mal auch keine schlechten Spieler. Aranguiz ist übrigens schon gelb. Ja, Jovetic, ja, viel zu viel Platz. Pereira auch viel zu viel Platz. Ball kommt zum Glück nicht durch. Und so, ah, ist noch heiß, ist noch sehr heiß. Und abgefälscht, abgeblockt, deshalb Ecke. Und nicht gut. Vasquez darf auch nochmal. Und Izzo klärt. Vorne kommt Lapadula, sehr schön. Unten oder oben? Oben, ja. Ah, schade. Oh! Komm, direkt weiterleiten. Schön. No! Oh! Ja, das war dann schlecht gespielt. Der hätte Nongi zuvor den Ball schon bekommen, sondern nicht Lapadula eben. Schade. Hätte ein schöner Konter werden können. Um 3-2 jetzt gegen Palermo. Aranguiz geht raus. 4-2 jetzt, okay. Kasami kommt rein. Okay. Ranocchia ist der Einzige, der sonst noch die gelbe Karte hat bei uns, Vitorini und Alihi. Um wäre Platz. Schön gesehen von Mocinic, der heute besser spielt als zuletzt. Alihi, Flanke mit rechts. Capone und Lapadula hat leider kein Glück und Mancuso steht im Abseits. Ah, schade. Nochmal doppelter Wechsel bei Inter. Perisic kommt rein auf der linken Seite und Nagatomo kommt rein. Wo denn? Ah, als RM, okay. Damit alle drei Wechsel jetzt vollzogen bei Inter. 15 Minuten noch. Wir werden auch das erste Mal wechseln. Und ich bringe Losi rein für Capone, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Nongi geht dann
auf D10. Torino 2-0 gegen Florenz. Das ist wichtig für uns, dass Florenz weiter weg bleibt. Torino kommt damit aber mehr ran. Glaube ich zumindest, dass es so war, die Konstellation. Jetzt geht auch Izzo raus. Nein, das wollte ich nicht, muss was halt so machen. Bringen wir Tomolini rein. Hoffen wir, dass er noch rechtzeitig fit wird für dieses Spiel gegen Celtic dann. Ich meine, 5 Minuten ist jetzt auch nicht wirklich die Welt. Man sollte es jetzt hier eigentlich zu Ende sein und wir gewinnen unser erstes Spiel nach 4 Spielen, die wir nicht gewonnen haben. Torino 3:0. Nochmal Di Marco und Perisic. Ball kommt sehr gut. Areola sah da gerade sehr, sehr schlecht aus. Nochmal Di Marco. Und Perisic. Da kommen wohl auch nicht mehr wirklich rein. Das sollte es sein. Das ist 2:0, also geht in Ordnung. Wichtig auch, dass wir mal wieder gewonnen haben. Gehen jetzt halt wieder auf Platz 2 hoch. Torino gegen Florenz. Ja, die haben sich jetzt ein bisschen abgesetzt. 4 Punkte sind es auf Torino. Wäre vielleicht doch ein bisschen besser gewesen, hätte Florenz gewonnen. Wobei eigentlich nö, nö. Ist eigentlich wurscht. Ob es jetzt so 45 Punkte sind oder 43, macht es eigentlich jetzt erstmal nicht aus. So, hoffen wir noch, dass Milan verliert. Palermo hat ja auch verloren, das ist gut für uns. Das sind jetzt 11 Punkte auf Palermo, aber wichtig ist ja eigentlich die Punkteanzahl von Platz 3 oder von Platz uns. Von Platz uns? Kann man das so sagen? Von Platz uns? Eher nicht, ne? Von unserem Platz auf Platz 4, weil 3 ist Minimalziel für die Champions League. Jetzt bräuchte eine Pause, ja, es tut mir leid. Die Jungs können ja heute mal, oder morgen eher, logischerweise, einen freien Tag bekommen. Dann ist es ja auch bald vorbei mit diesen vielen Spielen. Wann denn eigentlich genau? Okay, vielleicht auch nicht. Also eigentlich erst nach Florenz in der Liga können wir so ein bisschen kurz durchatmen. Vielleicht war der Kader doch ein bisschen zu dünn besetzt. Ja, Milan hat leider gewonnen durch Muro. Den Linksverteidiger hat das 1:0 gemacht, damit ist Milan wieder vorbei. Und es ist nur ein Punkt auf Platz 4. Von Platz uns. Ach, shit. Wird wohl wieder ganz schön eng werden. Also Champions League würde ich schon sehr, sehr gerne wieder spielen. 12 Spieltage sind es noch. Können wir eigentlich noch absteigen? Ja, können wir noch, theoretisch. Wie sieht es momentan in der Bundesliga aus? Können wir auch noch mal kurz nachgucken. Stojanovic ist wieder komplett im Training drin. Bundesliga ist hier. Leverkusen ganz vorne. Bayern, 7 Punkte dahinter. Oh, HSV, Jungs. Labbadia, geh mal bitte weg, please. Mann, da waren wir noch letztes Jahr so gut mit Platz 11. Jetzt sieht es schon wieder ganz schön scheiße aus. Ist irgendjemand verletzt oder spielen die einfach nur Scheiße? Spielen einfach nur Scheiße. Meisten Tore? Ludwig Stefan. Wer ist Ludwig Stefan? Ein Regen. Von Leverkusen. Wow. Sind wohl wirklich die Ausbildungswahl von Leverkusen. Lasogga dann. Nikolai Müller. Wer hat die meisten Vorlagen? Müller. Oh, Diaz. Jungs, bitte ein bisschen besser spielen. Arsenal in der Premier League, aha, Barca in der BVA, Monaco in Frankreich und zweite Bundesliga Lautern vor Bremen. Na gut, na gut. Also, nächste Folge, Celtic, Rückspiel, haben heute ein 1:1 erreicht, was nicht ganz so gut ist. Auch nicht ganz so schlecht. Ocegovic, oh, hat ein Virus. 9 bis 12 Tage, da wird dann wohl Illich mehr
Chancen bekommen mit Lapadula. Kann sogar kompletter Stürmer spielen. Sollte ich mal im Auge behalten, so ein bisschen. So, ansonsten sind wir fertig mit dieser Folge und ich hoffe mal, dass es dann in der nächsten Folge ein bisschen besser läuft. Heute endlich mal wieder ein Sieg. Lang gedauert, war jetzt hier echt ganz schön scheiße zuletzt. Und hier wird es noch ganz schön eng, ne? Alle 4 Tage oder alle 3 Tage ein Spiel. Und ein paar werden dann bestimmt hochgezogen werden. Gut, hier nicht aus der U20, sondern eher aus der U18. Der kommt eigentlich in die U20. Also Scordella ist eine Idee. Weil wir, glaube ich, auf der 10er-Position nicht die größten Probleme haben. Innenverteidiger ist das Problem. Cialdini eigentlich auch nicht das Problem in der Innenverteidigung. Prato wäre da schon eine Idee, wobei der nicht so gut ausschaut. Ja, Stellungsspiel, Tackling ist nicht gut, Kraft ist nicht gut, Sprunghöhe ist nicht gut, vor allem mit 1,81. Cialdini sieht deutlich besser aus. Aber es ist mal kein Innenverteidiger, sondern ein ZTM. Na gut, schauen wir mal, was so in der nächsten Folge passiert. Ich würde sagen, wir gewinnen gegen Celtic bitte. Und dann ist alles schön. Bis dahin. Tschö!